Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flows. Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil meiner Action-Reihe. Bei dem ersten Teil habe ich euch ja gezeigt, was wir alles Neues entdeckt haben. Also wir sind zusammen in den Gängen von Action geschlendert, haben Neuheiten gesucht und ich habe so gut wie möglich alles gezeigt. Und dann habe ich auch einiges für mich mitgenommen und jetzt in dem zweiten Teil starten wir direkt mit dem Haul. Ich kann euch verraten, ich habe insgesamt 89,95 Euro genau ausgegeben und jetzt zeige ich euch, was ich alles gekauft habe. Könnt ihr im Hintergrund meine beiden Katzen sehen? Die sind gerade am Schlafen und ich hasse gerade meinen Hintergrund wegen der Heizung. Aber naja, bald wird es anders aussehen hier. Ich habe nämlich diese Couch jetzt in eBay reingestellt und eine neue werde ich, sobald der hier weg ist, kaufen. Ich habe mich auch schon entschieden, für welches, aber werdet ihr eh alles später entweder auf Instagram oder hier sehen. Wie ich euch auch bei dem ersten Teil schon gezeigt habe, habe ich für meinen Mann diese LED-Sportbänder mitgenommen fürs Fahrradfahren am späten Abend, also damit das schon reflektiert und sicher ist. Habe ich ihm gezeigt, er meinte, super unnötig. Hätte ich wohl nicht kaufen müssen, aber ich finde es immer noch nicht unnötig. Naja, für 2,99 € habe ich das für ihn mitgenommen. Hoffen wir mal, dass er es benutzt. Das, was wir immer wieder nachkaufen, Katzenklo, Geruchsentferner für 2,99 €. Auch diese Handseife werde ich immer wieder nachkaufen. Die riecht super gut für 1,99 €. Ist eine absolute Empfehlung. Die hatten in Action auch, was mich eigentlich überrascht hat, diese Marke. Und die hatten wir früher immer in Rossmann oder in DM. Ich glaube in DM, oder? Ja, und da hatten die so viel Auswahl. Ich habe aber auch gesehen, dass Action eigentlich auch die kompletten Paletten von denen hat. Vielleicht erinnert ihr euch, die haben ja so richtig nice Paletten. Ich zeige euch mal so Schokolade oder so schöne designte Paletten. Und ich habe es leider bei meinem Action nicht ergattern können, aber vielleicht findet ihr es ja noch bei eurem. Und ich kann euch sagen, aber die hatten ganz viele andere Produkte. Ich habe mich jetzt nur für eins entschieden. Und zwar, ich habe so ein Concealer Foundation. Hier steht Concealer und Glow Foundation in 1 für 2,99 € mitgenommen, in der hellsten Farbe. Ich bin eigentlich relativ hell, also nicht eigentlich, ich bin, ich hole meistens die hellste Farbe immer. Deswegen denke ich, dass das klappen wird. Hoffen wir mal, dass das schön Glow verleiht. Die lassen sich nicht stören. Yeah. Doppel- und vierfach versiegelt. Okay, so schaut's aus. Ich habe F1, wie gesagt, die hellste Farbe. So ein Pumper. Ui, boah, der sieht sehr flüssig aus. Gefällt mir. Und die Hautfarbe. Man ist ja immer hier etwas dunkler. Sieht gut aus, aber sehr krass flüssig. Super flüssig. Okay. So erkenne ich noch nicht, ob das so ein Glow verleihen wird. Ich erkenne aber wenigstens, dass das meiner Hautfarbe entspricht. Vielleicht hätte ich einmal das hier machen sollen. Aber, wow. Doch, Leute, ich glaube, so ein Glow kann man schon erkennen, oder? Hier könnt ihr was erkennen. Naja, wird ausgetestet und berichtet. Mein Lieblingsduft Deo hatten die leider nicht. Ich benutze immer den originalen. Dann habe ich aber einfach den hier mitgenommen für 2,29 €. Ich muss aber zu Deo und allem mal was loswerden, die Tage. Bleibt dran, auf Instagram kommt nämlich was Neues. Dazu sage ich später was. Eigentlich super unnötig, Leute, weil, das ist eine Grußkarte. Moment. Nochmal neu. Es ist nicht unnötig. Also es ist was richtig Geniales eigentlich, weil es eine Grußkarte ist. Es ist eine einfache Grußkarte hier mit Safari-Look sozusagen, mit einem Elefanten, Giraffe, Leopard und einem Elefanten. Und in der Mitte ist dann so ein bisschen leer. Ich finde das auch schön, da kann man was dazu kleben, beschriften oder so ein Foto dazu bekleben. Oder einfach so freilassen. Sieht auch schön aus. Das Geniale an dieser Grußkarte ist, man kann nämlich selber ein Sound oder eine Sprachmemo aufnehmen. Und die Person, die das, die beschenkt wird, kann dann sozusagen mit einem Press, also indem man drauf drückt, abhören, was du abgespeichert hast. Also so eine Sprachmemo in
Grußkarte vor. An sich sehr cool. Also ich fand das so cool. Ich wusste sogar nicht, wie viel das kostet. An der Kasse wurde ich mit 2,95 Euro überrascht. Ich fand es gut, ganz ehrlich. Ich dachte so ein bisschen bis 4 Euro habe ich gerechnet. Aber wisst ihr, warum das nicht so ganz Sinn macht? Meine ganzen Freunde, die jetzt entbunden haben, habe ich schon beschenkt. Ich weiß jetzt nicht für wen, aber ich finde es sehr unisex sozusagen für ein Babyboy oder für ein Babygirl geeignet. Mal gucken, wer damit beschenkt wird die Tage. Mir fällt ehrlich gesagt erstmal niemand ein. Aber falls ihr eine Grußkarte für Kids oder für Babys oder für jemanden sucht, finde ich das hier als Idee so cool. Hier steht Step 1, Press. Step 2, Speak. Step 3, Open and Play. Gut, ich habe das Gefühl, ich wasche nicht mehr Socken, sondern ich kaufe mir nur noch neue Socken. Ich benutze die einmal, dann sind die weg und dann kommen die neuen Socken. Für 2,99 Euro habe ich hier diese Bambussocken mitgenommen, das zweite Mal. Die sind super schön bequem und ja, diese Sneakersocken gefallen mir. Die Schwammtücher waren alle, da habe ich 5 Stück für 89 Cent mitgenommen. Ich liebe das, dass das so farbig ist, dann kann ich immer selber, ich weiß dann immer, das ist für den Waschbecken, das ist für die Toilette und das ist dann für die Küche. Da kann ich das so gut separieren, also blau ist immer für die Küche. Leute, ich freue mich so sehr auf meine Wolldecke. Für 9,95 Euro habe ich eine richtig schöne, kuschelige Wolldecke gekauft. Und mein Sofa, für das ich mich schon entschieden habe, ist in dieser Farbe. Wird einfach so schön harmonieren. Sieht sehr schön aus. Ich hätte mir es aber etwas größer gewünscht, sodass ich das auch als Überwurf hier über dem Bett benutzen kann. Der ist leider nur 140 zu 180 cm. Aber ich finde es dann als Decke im Wohnzimmer sozusagen richtig ideal. Den hatten die in 3 verschiedenen Farben, habe ich euch im ersten Teil gezeigt. Ich habe mich jetzt für den hier entschieden und den kann man sogar bei 30 Grad waschen. Fand ich auch sehr schön. Oh mein Gott. Wer es jetzt schon, Fanta wird es lieben. Fanta liebt kuschelige Decken. Da muss er immer hier diese Milchtritte machen und ja, er wird es lieben. Neue Zahnbürsten mitgenommen. Wer, schreibt mal in den Kommentaren, wer hält sich daran, dass man alle 3 Monate oder jeden Monat, also ich mache es jeden Monat, neue Zahnbürsten benutzen soll. Ich glaube aber, das sind alle 3 Monate. Schreib mir mal in den Kommentaren, wie oft wechselst du deine Zahnbürste? Ich benutze am Morgen eine elektrische Zahnbürste, am Abend solche Zahnbürsten. Und ja, ich brauche immer neue. Also ich habe mich so krass daran gewöhnt, dass ich monatlich ein neues benutze. Ich habe mich jetzt vertan. Ich habe 2-mal Socken gekauft, sehe ich gerade. Die ich euch eben gezeigt habe, kosten 2,99 Euro. Und das, was ich euch davor gezeigt habe, kostet auch 2,99 Euro. Nur, dass bei dem hier 3 Stück mit dabei sind und etwas dünner. Schaut mal. Und hier, den finde ich aber schöner, ehrlich gesagt, und bequemer. Ich hatte dringend eine neue Yogamatte nötig, Leute. Meine alte Yogamatte ist dank den beiden wirklich durchlöchert. Und die war eh super günstig, auch aus Action und leider auch super dünn. Und während der Schwangerschaft mache ich super gerne Yoga und spüre, dass die Matte zu dünn für mich ist aktuell. Deswegen freue ich mich umso mehr auf diese Matte, die etwas dicker ist, also doppelt so dick ist wie meine alte. Kostet 8,95 Euro und ich fand die Farbe passt einfach zu der Einrichtung. Nur die Innenfarbe, also man kann es zweifarbig benutzen. Hier ist grau und beige oder so ein Braunton. Ich finde es sehr schön. Ich freue mich darauf. Und falls ihr auch neue Yogamatte braucht oder überhaupt eine Yogamatte braucht, schaut bei Action rein. Die hatten richtig schöne unterschiedliche Farben. Ich fand da auch so einen lila Ton sehr schön, einen Grünton sehr schön. Ich habe mich aber jetzt dieses Mal für etwas Auffälliges entschieden. Für meinen Mann habe ich den hier mitgenommen von Brutz und Deo Spray. 200 ml für 2,22 Euro. Und den habe ich bei TK Maxx gesehen. Und da war der dreifach mehr. Also hat mehr gekostet. Ich habe aber gar nicht dran geschnuppert. Einfach nur blind gekauft. Ja, ganz frisch. Ganz frisch wird ihm gefallen. Für je 2,22 Euro habe ich meine Lieblings-Body-Scrubs mitgenommen. Die Mom-Duftrichtung. Leute, oh mein Gott, wir lieben, 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 lieben es. Seitdem das mein Mann für sich entdeckt hat, hat er es aber sehr schnell leer gebraucht. Also der benutzt es bei jeder Dusche. Ich habe es eigentlich versucht, so gut wie möglich nicht so oft zu benutzen. Aber oh mein Gott, ich kann es euch nur empfehlen. Wie gesagt, auch in den im Empfehlungsvideo habe ich das gezeigt. Und ja, falls ihr was für euer Körper Gutes tun wollt und lange gut riechen wollt, Empfehlung. Wiederverwendbare Frischhaltefolien. Also Beutel, Bags,
konnte mich nicht bei den Farben entscheiden, deswegen habe ich beide Farben mitgenommen, weil ich die einfach richtig schön finde. Aber mehr Sinn hätte es gemacht, wenn ich eine Farbe gekauft hätte. Kostet je zwei, also je sind zwei Stück mit dabei und kostet 99 Cent. Fand ich cool. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, man kann die nicht in die Spülmaschine mit reinwerfen. Das wäre ja ideal, wenn das so klappen würde. Aber ich finde es cool, dass man das einfach wiederverwenden kann. Man kann so trockene Sachen schön, finde ich, damit lagern, sodass man das nicht immer wieder waschen muss. Oder wie hier auf den Bildern, kann man Brot einfach einpacken. Butterbrot und ja, Snacks. So eine Girlande mit Pastelltönen und Buchstaben, auch für Geschenke, schön zum Dekorieren, zum Beschriften. 48 Teile sind mit dabei und kostet 2,55 Euro. Genau in einer Woche findet bei uns etwas richtig Cooles statt. Wir werden eine kleine, coole, große, also eine kleine, aber gleichzeitig auch eine große Feier mit Freunden. Wir werden mit Freunden zu Hause feiern. Und zwar so eine kleine Gender-Party, aber dazu kommt später mehr. Und deswegen habe ich einfach jetzt schon ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar diese Türgirlande, nennt man das jetzt dann so. Party-Türvorhang Lamette steht drauf und kostet je 1,69 Euro. Und schaut mal, so soll es dann am Ende aussehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Hintergrund benutzen werde oder ob ich das als wirklich Türvorhang benutzen werde oder ob ich es überhaupt benutzen werde. Ich habe mir gar nicht Gedanken gemacht. Es wird eine kleine Feier, deswegen vielleicht schmücke ich auch gar nicht so groß. Ich gucke später mal. Leute, ich habe gar nicht genau hingeschaut und ich dachte, das ist was ganz anderes. Okay, für 1,99 Euro habe ich so ein Ballongel mitgenommen. Und ich dachte, das ist so ein Ersatz zu Helium. Ich weiß gar nicht, warum ich sowas gedacht habe. Aber hier steht, wenn man genauer hinschaut, dass das ein Gel ist, welches man mit einem Helium zusammen verwendet. Und somit die ganzen Ballons, die man hat sozusagen, diese Helium-Ballons, nicht nur zum Beispiel eine Stunde oder genau, hier steht, normal ohne Gel mit Helium dauert 6 bis 8 Stunden. Und hier steht, wenn man das hier benutzt, das ist so ein Gel, welches man entweder mit reingibt oder im äußeren Bereich einsprüht oder eincremt. Ich muss später genauer hinschauen. Hält dann so ein Ballon 15 Mal mehr, länger, also schwebt länger. Deswegen wollte ich das eigentlich mal zum Testen, habe ich so einen Harry Potter Ballon mitgenommen. Fand ich interessant und jetzt brauche ich nur noch ein Helium. Das hier kostet 1,99 und das kostet 1 Euro. Ich berichte, ich muss ja eh jetzt hier ein bisschen schmücken, dann kann ich noch Helium mitnehmen von Action und ja, dann werde ich das testen, ob das wirklich länger hält, obwohl wir brauchten. Okay, ich teste es einfach. Ballisto Müsli Mix für 1,29 Euro. Eine Allrounder Babytücher zum Reinigen von Flächen. 90 Stück für 99 Cent. 95 Stück für 99 Cent. Ich habe mal dieses Mal eine andere Marke mitgenommen, sonst nehme ich immer die gleiche. Hier sind wieder drei mit dabei. Also drei Blue Power WC-Steine für 2,39 Euro. Hundegassi-Tüten für je 99 Cent und es sind immer 30 mit dabei. Ich folge nämlich einer Katzenpsychologin und sie hat mal empfohlen, dass das den Katzen gut tut und dass man die manchmal damit füttern kann. Ich wollte das mal testen. Ich weiß jetzt schon, das werden die lieben. Mal gucken. Ich muss mich noch ein bisschen schlau machen und genauer reinlesen und gucken, wie viel die davon bekommen und wie oft. Aber ja, das ist was für die Katzen. Kostet 2,95 Euro. Zwei Lufterfrischer steht hier drauf, also Raumdüfte mitgenommen. Einmal von Glade, den hier für nur 99 Cent. Duftrichtung blumig sozusagen. Hier ist so eine Lilie mit drauf. Dann habe ich von Freshwick, die Marke kenne ich nicht, den hier für 1,25 Euro mitgenommen. Ich glaube, den zieht man einfach hoch und dann ist da, ja, ich habe auch gar nicht daran gerochen, muss ich sagen. Genau, so. Bäh, der riecht gar nicht wie hier Ozean. Hier steht, 8 Wochen soll der halten, aber wisst ihr, wie der riecht? Der riecht nach Toiletten in so Bürokomplexen. Richtig gut. Nee. Benutze ich nicht. Auch wenn mein WC riecht ja nicht gut genug. Aber warum habe ich nicht da dran gerochen? Einfach. Jetzt riecht mein ganzes
Ich habe richtig gekleckert, Leute. Ekelhaft. Ja, der riecht echt nicht gut. Okay. Hoffen wir mal, dass du besser riechst. Ich habe hier richtig eine Sauerei, Leute. Bäh, 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 bäh. Jetzt habe ich hier blaue Pünktchen auf meinem Kleid. Okay, jetzt riechen wir mal hier dran. Das sollte doch schön riechen, oder? Und die Marke kennen wir. Finger weg von Marken, die man nicht kennt. Und der kostet auch nur 99 Cent. Ja, der riecht eindeutig besser. Den werde ich einfach hinten im WC lagern. Doch, der riecht richtig schön. Also ganz okay. Dann habe ich so ein Anti-Staub-Spray mitgenommen. Also wenn man Flächen damit besprayt, soll es länger staubfrei sein. Ja, perfekt wäre, wenn man es auch auf dem Spiegel benutzen kann. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man einen Spiegel ansprayt, dass das klappen soll. Also ich weiß, dass das jetzt mit einem Spiegel nicht klappen wird, aber wir gucken mal, was für Flächen hier empfohlen werden. Bei Zimmertemperatur gefordert. Nee. Steht jetzt nicht drauf, aber die haben hier so Bilder wie eine Kamera, hier eine Tastatur, Rasierer oder so ein Kopierer. Auch dafür reicht es mir vollkommen aus. Wegen zwei Katzen habe ich hier mega viel Staub und ich komme da gar nicht hinterher. Und deswegen sollte das eigentlich eine coole Sache sein. Testen wir aus. Dann hatte ich für je 59 Cent so zwei Getränke mitgenommen. Alkoholfreie Getränke, leider kohlensäurehaltig. Also an dem Tag wollte ich super gerne, war mir egal, ob das mit oder ohne Kohlensäure ist. Habe ich zwei Stück mitgenommen und direkt direkt am Ausgang haben wir dann auf Instagram zusammen eins getestet. Da hatte ich Lemon mit Rose. Bäh. Deswegen, da der eine so nicht meins war, traue ich mich, den hier nicht zu öffnen. Werde ich auch nicht machen. Mein Mann mag sowas eh nicht. Voll die unnötige Investition. Für 59 Cent habe ich jetzt für etwas bezahlt, was wir nicht trinken werden. Höchstwahrscheinlich dürfen dann die Freunde mal testen, wenn die Lust drauf haben. Wir trinken auch keine Red Bull, wir mögen keine kohlensäureartige Getränke. Wir sind da ein bisschen schon eigen, muss ich sagen, aber ich liebe es, neue Sachen zu testen. Aber da traue ich mich jetzt nicht mehr, weil der andere echt schlecht geschmeckt hat. Ja, so sieht's aus, Leute. Ja, Mädels, das war's auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Samstag, einen angenehmen Restwochenende noch. Und ja, genießt das Wetter, genießt die tollen Tage. Bis zum nächsten Mal, deine Hijab-Laws.